Guten Morgen, ihr Lieben, Liebenden. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt, konntet euch ein wenig entspannen. Ja, nach den letzten Tagen, wo es bei uns so warm war, habe ich schon die Heizung ausgemacht. Und dann wachst du heute Morgen auf in so einer eiskalten Hütte und fragst dich, warum. Guckst raus und siehst tatsächlich, es hat nochmal geschneit. Ja. Aber wir schauen jetzt erstmal in die Tagesenergie rein. Hier haben wir schon mal ein Gegenüberliegen. Da hätte ich aber gerne noch eine weitere. Ah, okay. Ein Gegenüber hat eine Chance auf Glück. Vielleicht bist du das Glück. Vielleicht schaust du aber auch für jemanden, der gerade so ein bisschen struggelt. Weil das kann es nämlich auch sein. Na? Jetzt mal weg von der Partnerschaft. Erstmal, noch haben wir keine weiteren Indizien hier in der Tagesenergie. Vielleicht ist es auch eine Freundin, ja, die gerade so ein bisschen struggelt, das Glück quasi vor der Nase hat und jetzt Hilfe von dir benötigt. Was kriegen wir denn hier, liebes Universum, als weitere? Der Durchbruch mit dem Turm. Okay. Durchbruch, Befreiung, Reinigung. Ja, diese Person, wie gesagt, ganz egal, was das für eine Verbindung ist, diese Person muss tatsächlich Verantwortung übernehmen. In dem Fall ist es tatsächlich auch so, dass gesagt wird, ja, du hast hier eine Last auf deinen Schultern, die musst du bearbeiten, die musst du mit dir rumtragen, solange bis du bereit bist, sie quasi gehen zu lassen. Ja, es ist hier zusätzliches Gepäck, was die Person trägt, aber es muss auch tatsächlich erstmal getragen werden. Es ist so ein bisschen wie so ein Zwang vom Universum bezüglich dieser Person, weil eben das Glück reingrätscht. Wir haben den Gehängten hier, sprich, hier ist eine Lektion drin. Ja, hier gilt es etwas zu lernen. Und letztendlich, wenn man von der Warte der Belastung sich einfach mal hängen lässt, ja, dann kann das Gepäck ganz von alleine losgelassen werden. Also hier hat das Gegenüber definitiv erstmal den Zugzwang tatsächlich, sich diese Belastung zu tragen, um neue Stabilitäten zu generieren und auch um endlich Mut zu bekommen, vorwärts zu gehen. Wir haben den Ritter der Münzen und die 9 der Stäbe. Ja, Ritter der Münzen macht ja immer alles sehr gemächlich, sehr langsam, ist eigentlich der langsamste Ritter im Tarot, steht aber dennoch für Verlässlichkeit und Ausdauer. Und hier brauchen wir jetzt ein bisschen Feuer unterm Arsch beim Gegenüber, damit hier etwas anfangen kann. Gleichzeitig sind die 9er natürlich auch eine Abschlussenergie, eine Heilungskarte. Ja, hier werden Ängste abgebaut. Wie zeigt sich das denn noch hier beim Gegenüber? Die Liebenden, Herzensentscheidungen. Ja, Herzensentscheidungen hat das Gegenüber hier auf jeden Fall zu treffen, ganz gleich ob beruflich oder auch liebestechnisch, weil es steht nämlich tatsächlich auch für beides. Ja, also wenn jemand denkt, die Liebenden, das ist nur die Liebe und auch das Leben ist schön und ihr seid eng umschlungen und hier und da und tralala, nee, nee. Das ist eine Herzensentscheidung, das muss tatsächlich sowohl im beruflichen als auch im liebestechnischen getroffen werden. Ja, also dein Freund, deine Freundin hat hier definitiv ein Problem. Angst davor, diese Chance anzunehmen. Aber in dem Moment, wo hier dieser Durchbruch stattfindet, wo diese Person erstmal diese Last, die sie selbst sich über vielleicht Jahrzehnte aufgeladen hat, mal tatsächlich auf den Schultern spürt, merkt, dass Verlässlichkeit und Ausdauer ein durchaus sehr gutes Attribut ist. Ich glaube, das war richtig. Ich glaube, ja, es fühlt sich gut an. Und damit auch eine gewisse Herzensentscheidung getroffen werden kann, dann wird dieses Angebot auch vielversprechend. Mit dem Pagen der Stäbe. Es ist ja auch die Flirtkarte. Wie gesagt, ich kenne eure Verbindung nicht. Ja, das ist jetzt hier auf das Gegenüber gelegt. Das kann, wie gesagt, beruflicher Natur sein beim Gegenüber, dass es nicht eine Freundin ist. Ich erinnere euch gerne nochmal daran. Oder eben halt ein Partner, whatever. Auf jeden Fall, hier liegt das vielversprechende Angebot auf dem Tisch. Hier ist die Flirtkarte, hier ist die Abenteuerlust, hier ist der Tatendrang, das, was eigentlich auch benötigt wird. Und passend dazu, dass diese Person sich endlich mal mit ihrem Herzen entscheidet, kommt auch die Hohepriesterin zum Tragen. Das ist die innere Dualität.
Was kriegen wir denn noch hier zum Gegenüber? Guck mal, jetzt tauchst du hier auch noch auf. Also, du bist hier eine gute Lehrmeisterin. Der Page der Münzen. Also nochmal der Hinweis auf ein sehr gutes Angebot. Ja, das könnte hier durchaus finanzieller Natur sein. Und jetzt bist du da. Bei öffentlichen Legungen ist es ja immer so, das Gegenüber ist der König, auch wenn es eine Frau ist. Und du bist die Königin, auch wenn du ein Mann bist. Das heißt, diese Person hat sich Eigenschaften von dir angenommen. Gerade wenn es darum geht, hier wirklich langfristig in etwas Erfolgreiches reinzugehen. Wie gesagt, ganz egal, was das ist. Bleib du auf jeden Fall auch in deiner Ruhe, in deiner Besonnenheit. Die 9 der Münzen. Also auch hier, ergebnisreiche Arbeit. Vielleicht ist es ein Hinweis für dich. Ja, du wirst demnächst Ergebnisse erzielen, deiner Arbeit. Ja, du hast alles richtig gemacht. Hast an der richtigen Stelle angegriffen, in Anführungszeichen. Was zeigt sich denn noch? Die Justice. Ja, die Gerechtigkeit. Die sagt natürlich, es ist wichtig, dass hier alles ausgeglichen wird. Die Gerechtigkeit sagt, es ist eine Entscheidung, die gefällt wird und sie wird auch nicht abgelehnt. Ganz im Gegenteil, sie wird tatsächlich auch angenommen. Wir haben den Wagen. Also es geht hier vorwärts. Vielleicht auch für euch zwei beide in der Situation, aber generell vielleicht einfach nur für diese Person, ja, weil sie ist ja wieder ins Herz reingegangen. Der Wagen ist Wasser. Und, oh, wir haben die 2 der Kelche. Auch das ist eine Karte, die ist auf beides zu legen. Zum einen klärt es natürlich die Gefühle. War ja hier der Fall, ne? Bis es zu den Liebenden kam und endlich wieder mit dem Herzen agiert werden konnte. Und sie ist natürlich auch eine Karte der wichtigen Begegnungen. Das heißt, ihr beide habt hier wirklich auch etwas zusammen gemeistert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier ist eine Bindung bzw. auch ein Vertrag drin. Ja, deswegen 2 der Kelche, auch die Karte der Anziehung. Hier zieht sich etwas an. Und das ist ja letztendlich auch so mit dem Ass oder mit den Assen generell, ne? Das sind ja Chancen, die mir schon länger folgen. Übrigens, hallo an alle neuen Gesichter, die dabei sind. Schön, dass ihr da seid. Es ist ja so, diese Chancen werden an euch herangebracht. Die werden niemals zu euch direkt gebracht, sondern nur an euch heran. Und ihr müsst auf diese Chancen zugehen und euch diese Chancen, ne, greifen. So ist das. Also hier wird etwas dingfest gemacht. Ganz gleich, ob ihr beide das seid, die euch gegenseitig dingfest machen. Viel Spaß. Oder ob es halt etwas, ob es eben halt um dieses Angebot geht. Ja? Dieses finanzielle Vorankommen geht einer Freundin, eines Freundes, des Partners. Ja, ganz normal. Kann es natürlich auch sein, dass dein Partner gerade struggelt. Und wir haben den Hierophant. Das Vertrauen, das Gewissen, die Sinnsuche. Einmal in die Tiefe gehen, so ein bisschen. Aber vielleicht bist du auch der Hierophant, der hier deinem Gegenüber einfach etwas beibringt, weil der Hierophant ist auch ein Lehrmeister, gerade wenn es um das Spirituelle geht. Ja, hat immer einen guten Rat auf Lager. Vielleicht erkennst du dich dort wieder. Und hast hier einfach auch für dich so ein bisschen was Positives rausziehen können. Ja, weil das ist ja auch für dich eine Erfahrung gewesen. Wie meistert das Gegenüber das jetzt? Sprich, du kannst es natürlich für dich selbst anwenden, du kannst es auch für andere Menschen, die nochmal in deinem Leben auf dich zukommen und Probleme haben, anwenden. Das kann es natürlich genauso gut sein. Und was haben wir hier noch? Die 3 der Schwerter und die 6 der Schwerter. Ja, hier wird aufgehoben. Hier wird irgendeine notwendige Einsicht gewonnen. Das sind die 3 der Schwerter. Ich will jetzt mal nicht Liebeskummer sagen oder Trennung sagen. Das passt überhaupt nicht dazu. Ne? Sondern hier wird eine Einsicht gewonnen. Vor allen Dingen für das Gegenüber, dass man eben gemeinsam hier diese Schwerter rausreißen kann. Und dass es sich dann viel, viel leichter auf den Weg zu neuen Horizonten macht. Sprich, hier ist die Unterstützung auf beiden Karten letztendlich so ein bisschen symbolisiert. Und es kann sich hier neu ausgerichtet werden. Vor allen Dingen auch gedanklich neu ausgerichtet werden. Sprich, eine Erleichterung passiert am Ende des Tages. Ja, schöne Tagesenergie, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Montag und starte in die neue.